Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal eGaming. Wie ihr seht, heute mal wieder Minecraft. Ich zeige euch heute, wie man eine Brücke baut. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So, zuerst sucht ihr euch erstmal eine Schlucht oder irgendwas, wo ihr halt die Brücke rüberbauen wollt. Dann nehmt ihr euch irgendeine beliebige Holzart und zieht erstmal in Viererreihe bis nach da drüben hin. So, wenn ihr das dann hier rüber gezogen habt, könnt ihr euch irgendeine beliebige Holzzaunart nehmen und dann zieht ihr das erstmal, also ihr lasst immer zwei Blöcke Abstand, dann zieht ihr das bis rüber und drüben lasst ihr dann wieder zwei Blöcke Abstand. So, wenn ihr das dann gemacht habt, dann nehmt ihr euch den Eichenstamm und macht den nach hier 1, 2, 3, 4, also an jeder Ecke hinten 4 nach oben, 3, 4, hier auch wieder 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Dann habt ihr noch einen. Hier noch ein Block dazwischen, hier macht ihr dann Bruchstein hin, auch wieder 4 hoch. So, wenn ihr das gemacht habt, dann zieht ihr erstmal mit Eichenholz hier oben wieder wie unten mit 4 Stück oben drüber, halt nochmal das Dach. So, wenn ihr das gemacht habt, dann sollte es so ungefähr bei euch aussehen. Dann fangt ihr erstmal damit an, dass ihr auf beiden Seiten so von da bis hinten und hier von da bis hinten zieht. So, dann sollte es so bei euch aussehen, dann nehmt ihr euch nochmal das Eichenholz und zieht das hier so lang in der Mitte. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das doch gerne auch und wenn euch das Video gefällt, dann lasst auch gerne ein Like da. Unten in der Videobeschreibung sind auch Playlists zu den anderen Sachen, die auf meinem Kanal kommen. Da könnt ihr euch auch gerne mal umgucken und dann, wenn ihr diese Schicht hier gemacht habt, dann zieht ihr einfach nochmal mit den Treppen das hier so lang und dann haben wir schon das Dach geschafft. Beziehungsweise müssen dann noch ein bisschen Deko, sage ich jetzt mal, hier oben drauf machen, damit es noch ein bisschen besser aussieht, aber sonst habt ihr es dann eigentlich schon geschafft, das Dach. Dann sollte es bei euch so aussehen, wenn ihr es geschafft habt. Und dann zählt ihr ab
von hier immer 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Und mach die Treppen hier weg. 1, 2, 3, 4. Und hier machen wir jetzt nämlich gleich noch ein paar Fackeln hin. 1, 2, 3, 4. So, bei mir geht es jetzt genau auf. Ist natürlich immer davon abhängig, wie lang ihr eure Brücke macht und so. Dann nehmt ihr euch dafür wieder den Eichenstamm, macht die hier hin. Also so rum, dass sie so gucken, hier rein so. Und dann machen wir da jetzt einfach Fackeln drauf. Da wird es auch schon hell. Bei mir ist natürlich gerade dunkel, da sieht man es dann natürlich noch viel besser. Und jetzt haben wir das Dach geschafft und jetzt geht's wieder hier unten ran und dann zieht ihr wie hier unten einfach hier oben diese Zäune auch bis zum Ende hier hin. Und dann sieht es auch schon viel besser aus. So, dann machen wir uns jetzt unten an der Brücke drunter an die Arbeit, weil wenn das so ist, dann sieht es natürlich langweilig aus. So, und dann sucht ihr euch einfach ungefähr die Mitte aus, muss natürlich nicht genauso sein, und macht einfach hier 1, 2, 3, so ran. Dann macht ihr das auf der gegenüberliegenden Seite hier auch so, 1, 2, 3 und dann nochmal rechts und links. Dann daneben nehmt ihr euch den Bruchstein, dann geht ihr bei dem Block runter. Kann natürlich sein, dass da Wasser ist. Dann baut ihr hoch. Bis hier oben, dass das hier so rüber guckt. Dann machen wir das auf der anderen Seite wieder genauso. Müsst natürlich immer aufpassen, dass auch der richtige Block ist, nicht dass es da so verschoben ist. Dann haben wir das hier schon mal und dann macht ihr das nochmal auf der anderen Seite, quasi hier. Auch wieder bis ganz nach oben. Müsst ihr auch wieder hier gucken, ob ihr auf dem richtigen Block seid. Und dann wieder die Höhe. So, dann sind wir auch schon fertig mit der Brücke. Ihr könnt natürlich, wenn ihr jetzt hier nicht sowas wie ich habt, sondern wenn ihr so hier halt seid, dann könnt ihr hier natürlich noch Treppen hinbauen oder könnt hier noch Fackeln raufbauen. Das kann ja jeder selber für sich entscheiden, oder hier oben. Dann könnt ihr es noch ein bisschen so dekorieren, dass es euch gefällt, oder hier am Eingang noch so 2 Fackeln oben. Aber sonst war es das auf jeden Fall erstmal und ich würde sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, schreibt es in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, was ich mal bauen soll, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.